wie kann ich helfen? Ich möchte meinen Ganz ehrlich, gehen wir einfach auf sie los. Dein Befehl? So. In Ordnung. Woronne, wenn es dein Wunsch ist. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Für eine Schädelfalle haben wir. Ja? Spür meine stählerne Klinge! Es soll geschehen! Ja? Wird erledigt. Okay. Dein Schwert ist aus. Dann ist das okay. Dann nochmal eine Schädelfalle. Was hatten wir noch Schönes? Haben wir noch Feuerbälle? So, jetzt müsste da noch einer drin sein, oder? Ja. Der ist unverletzt und unbeeindruckt. Hab ich noch einen Kettenzauber? Nö. Na doch. So. Hier kriegst du einen Kettenzauber. Das macht allerdings nicht so viel Schaden, die Säure. Da macht das magische Geschoss bei dem mehr Schaden. Ja. Außer, dass es noch im Nachhinein Säureschaden erleidet. Sag sofort! So, wir kommen also nicht mehr hier raus. Das finde ich jetzt nicht schön. Ich werde tun, was ich kann. Das, was ich latte einfach. Ich habe keine Lust, wie ich mit so viel olivgrünem Schleim rumzuschlagen. Was? So, danke. Das ist alles geschehen. Das ist dann wohl die Zelle des Baden und ich sehe hier doch direkt durch. Wie kann ich denn weiter? Genau. Was ist los mit Vergnügen? Hat sich eigentlich auch mein Tagebuch aktualisiert? Ja, im Verlies unter der Burg sind wir erneut auf den Meister der Verlockung getroffen. Dieses Mal war seine Herausforderung recht einfach. Wir sollen einen Weg aus dem Verlies finden oder aufgeben und sterben. Vielleicht kann uns ja sein drittes Rätsel weiterhelfen. Euer Gastgeber hatte genug und wollte beenden diesen Spuk. Doch wurde er gezwungen zu bleiben und eine Geschichte voll Lügen niederzuschreiben. Er leidet nicht das Schicksal mein und flieht dem Raum seiner. Die Schattenhunde lauern dort im Dunkeln. Tun sie von einem Fluchtweg munkeln. Doch sollten wir uns wiedersehen, wahrscheinlich habe ich ein Geschenk für euch vorgesehen. Bezwingt uns Schatten in einer fairen Schlacht, so ist die Erlösung dann vollbracht. Dein Befehl in Ordnung. Zur zweiten Ebene, zu den Jackalhöhlen. Klingt einladend. Okay. Zur dritten Ebene. Woran hast du gedacht? Wenn es sein muss. Pirschen wir uns mal vorsichtig vor. Ja, gewiss. Ich höre, wenn es dein Wunsch ist. Ach du meine Güte, wer bist du denn? Schakalschamane. Sag, was du von in Ordnung.
Was? Ich tu's. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Was ist los? Wenn es dein Wunsch ist. Dein Befehl? Au. Weiter! Woran hast du gedacht? Mit Vergnügen. Sag, was du von mir willst. Euer Ende ist nah. Euer Leben. Und ein Schakal-Krieger, der eigentlich aussieht wie ein Werwolf. Vorwärts. Eine Schande, dass ihr gewalttätig werden müsst. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Kann ich helfen? Wen hat das da gerade umgehauen? Hagrim ist bewusstlos. Jawohl! Höherer Schakal, okay. Jawohl! Kampfstab und Lederweste, wahrscheinlich nichts Besonderes. Lederwams. Kampfstab plus 1, also Zeug, was man verkaufen könnte. Wie kann vorwärts? Ich höre mit Vergnügen. An der Truhe ist doch bestimmt eine Falle. Also klein ist es hier schon mal nicht. Hier ist es auf jeden Fall größer als die letzten drei Ebenen. Was? Was irgendwie mit klar Vergnügen? Ist. Wow. Das ist ein Speer, kein Stab. Bei jedem Treffer erleidet der Träger 3 Schadenspunkte. Also nichts Gutes. Diese seltsam aussehende Rüstung aus beschlagenem Leder kann einmal angezogen, ohne die Hilfe eines Hexenmeisters nicht wieder ausgezogen werden. Während diese Rüstung erhöhten Schutz bei Nahkampfwaffen bietet, wird sie und damit auch ihr Träger zum Ziel für Geschosswaffen. Der Träger kann sich also aussuchen, entweder tödliche Pfeile oder tödliche Schwerter. Also Rüstungsklasse 5, 15 gegen Geschosswaffen, also nein, nix. Frostbrandkrummsäbel, das ist dann eher ein Erinnerungsstück und ich habe noch den Strahlzauber. So. Dein Befehl? Sofort! Was ist los? So soll es geschehen. Noch ein höherer Schakal? Ja. Sag, was du von mir willst. Nehmt keine Gefangenen! Okay. Woran ist das? Ist das alles? Ein Brei. Achso, das ist keine Tür, das ist einfach nur eine Truhe gewesen. Heldentrag und ein Heilelixier. Höllenbann. Feuerresistenz, Schaden gegen Patezzo Tanari, also gegen Teufel und Dämonen. Okay. Das kriegst du mal. Was sagt die Beschreibung? Dieses hochwertige Breitschwert wurde äußerst ungewöhnlich gefertigt. Die Klinge besteht aus einem unbekannten, stummschwarzen Metall, aber die Kante scheint aus reinem Silber zu bestehen. Über die ganze Länge der Klinge zieht sich feurig-rote Runen entlang. Wenn man sie genauer betrachtet, scheinen sie fast von eigenem Leben erfüllt zu sein. Das Heft und die Parierstange wurden aus einem einzigen Rubin geschnitten. Okay, cool.
Die Waffe stellt den Untergang für viele Kreaturen der unteren Ebene dar. Gegen Batetsu und Tanari richtet sie doppelten Schaden an und gewährt dem Träger plus 5 auf Schadens- und Trefferwürfe. Das Schwert gibt dem Träger außerdem Schutz vor Feuer. Mal sehen, wann wir gegen Tanari kämpfen. Ich höre. Ist das alles? Da sind noch zwei höhere Schakale und eine Tür und Treppen. Betten. Wie kann ich helfen? Euer Ende ist nah! Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Dein Befehl sofort! Höhle. Wenn ich die Höhle betrete, wo komme ich raus? Zu den Jackalhöhlen oder in eine andere Höhle? Was? Ist das alles? Himmelstropfen mit Einspringsel. Okay. Himmelstropfen ist der gebräuchliche Name für farblose oder leicht eingefärbten Tektit. Es handelt sich um glasartige Fragmente kosmischen Ursprungs von Meteoren, die man in den ausgedehnten Sandgebieten von Anauroch oder anderen Wüsten finden kann. Minotaurus, mit dem wir reden können. Minotauren, mit denen wir nicht reden können. Ja, einverstanden. Okay, gucken wir mal, was der Minotaurus uns gleich zu sagen hat. Nicht töten mich. Okay, ich würde vorschlagen, wir gucken uns erstmal die Schakalhöhlen weiter an, bevor wir uns die anderen Höhlen angucken. Weiter! Ich mag zu tragen, deutlicher sprechen als Wort. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Fledermäuse, Schakal-Schamane. Fürsprache ist ein Andenken gegen ein Glaberzu. Das ist ein Tanari. Sag, was du von mir willst. Gewiss. Dein Befehl. Oh, noch ein Kampf. Sag, was du von mir willst. Und ja, Glaberzu hauen viel Schaden und das war nicht gut. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Das war ich jetzt nicht gerade so, wie ich es mir vorgestellt habe. Was, wenn es dein Wunsch ist? Du bist doch unsichtbar. Wie können die dich alle sehen? Was ist los? Ja? Auf in den See! Ist etwas nicht in Ordnung?
Sag, was du von mir willst. Euer Leben ist verwirrt. Oh, halt, klappt's. Wie kann ich helfen? Sterb!